Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Perfect Tower. Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, was hier meine Settings angeht, aber prinzipiell, nein, es ist alles schön. Fast. So, das ist doch alles schick. Dann, nee, das ist nicht schick. Ich wusste irgendwas falsch. Das muss hier rüber. Und dann kann ich nämlich auch auf den Browser wechseln und die Playlist wird trotzdem noch angezeigt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Irgendwie. So richtig geil ist es, aber irgendwas macht hier. Ach, ich weiß, wo das Problem ist. Ha. Ich bin ein Idiot. Entschuldigung, es geht gleich los. Ich hab's gleich. Ich gehe schon mal auf Awesome. Und dann muss ich den wegmachen. Genau. So, wir sind nämlich heute mal ausnahmsweise nicht im Livestream und ich hatte gerade noch den Rahmen an, der sonst um den Chat drumrum ist. Und diesen leichten Schatten, das war das Problem. Deswegen sah das auch auf den ersten Blick so komisch aus. So, was wir heute machen, also ich hoffe, das dauert nicht ewig, aber prinzipiell müsste das relativ zügig gehen, ist auf Tier 3 aufsteigen. Ich habe ein bisschen seit der letzten Folge gefarmt. Nicht wahnsinnig viel, zugegebenermaßen, aber ein bisschen. Wir geben erstmal unsere Special Blocks aus, ne? Oder sind es Ultimate, nicht Utility, Ultimate sind es. Und ziehen weiter den Malus hier runter. Das ist doch sehr schön. Ja, ich habe ein klein bisschen Folgenvorlauf noch, aber es sind jetzt so 3 Tage. Also Folge 20 ist heute rausgekommen, das ist jetzt Folge 23. Ich finde, das ist vom Folgenvorlauf ganz okay. Also so 2, 3, maximal 4 Tage ist, glaube ich, auch eine ganz sinnvolle Sache, um. Na, guck mal, die können wir doch auch alle umwandeln. Um zu garantieren, dass ich die Folgen eben auch regelmäßig raushauen kann, weil ich manchmal auch einfach, wie jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende, Samstag, Sonntag, komplett durcharbeite. Also wirklich 10, 11 Stunden auf der Arbeit bin, nach Hause komme, was esse, schlafe und dann wieder 10, 11 Stunden auf der Arbeit bin. Da habe ich dann abends halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Bock aufzunehmen. Von daher. Ist es ganz sinnvoll, ein bisschen Vorlauf zu haben. Hier wollte ich noch mal hin. Die brauchen wir nicht. Kriegen wir eigentlich noch eine andere Farbe von Blöcken dazu? Sollte ich mir für die Factory was aufheben? Ich glaube nicht, ne? Also eigentlich dürfte es das gewesen sein. Ich verwurste die hier einfach schon mal. Guck mal, hier können wir doch. Das geht auch. Grün brauchen wir nicht so viel. Laboratory Blocks sind zwar sinnvoll. Ach, guck mal, das forscht sogar noch 1 Stunde 47. Das geht. Und ja, ich habe ein klein bisschen gefarmt und ja, habe hier mein Damage Blueprint ein bisschen hochgezogen. Das mache ich auch noch mal weiter für den Fall, dass wir noch mal ran müssen. Aber eigentlich, wir haben hier jetzt halt noch 400.000 Blöcke über. Die habe ich hier für meinen eigentlichen Insane Blueprint gar nicht genommen. Noch nicht zumindest. Jetzt muss ich gucken, möchte ich erstmal irgendwas maxen eigentlich? Die ganzen Resistances sind eigentlich okay. Absorb-Chance sind 20.000. Ja, nehme ich mit. Kann ich mir den Ingame sparen? Oh, die Auren. Aber die Auren sind Ingame so billig, das macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt auszugeben, oder? Also ohne Witz, also es ist, ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn ich Ingame noch so ganz viel Scheiß nachkaufen muss. Da würde ich mich dann irgendwie ganz gern so auf 2, 3 Sachen konzentrieren. Wir nehmen hier überall mal ein bisschen mit. Dann sind wir hier überall so auf mindestens 75. Das ist okay. Und hier würde ich ganz gern auf jeden Fall was machen, Alter. Das sind 16.000. Geht aber. Kann man machen, dann sind wir da schon mal auf 95. Das finde ich richtig nice. Ganz ehrlich, das lohnt nicht, da was reinzustecken. Das kriegen wir auch so mit Purification. Möchte ich. Ach, das passt so auch. Ressourcen, das können wir auf jeden Fall mal ganz kurz machen. 64.000? What? Das, okay, ich nehme alles zurück. Das maxen wir nicht. Ich glaube, es hackt. 64.000. So, stattdessen haben wir jetzt den Rest einfach mal hier mit rein in die Hitpoints und gucken dann mal, wo wir landen auf Insane. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. 437 habe ich schon geschafft. Also bis zu 500 ist der Weg nicht mehr so weit und eben mit diesem ganzen Batzen Blueprint Points
könnte da durchaus noch ein bisschen mehr gehen. Ich lasse mich mal überraschen. So, hier erstmal wieder auf Safe stellen. So, guck mal, das können wir jetzt schon direkt maxen. Das ist doch wunderbar. Das auch schon. Das auch schon. Das ist doch alles traumhaft. Vaporize möchte ich auf jeden Fall haben. Es ist alles... Ach, mit dem Division Shield so hoch, da wird das wird alles schön. Ich bin der festen Überzeugung, dass das fantastisch wird. Was habe ich denn hier gemacht? Ach krass, mit Steuerung, okay. Okay, mit Steuerung kann man hier unten durchskippen und mit Shift kann man bestätigen. Nee, mit Shift stellt man einfach um zwischen das kostet Blöcke und... beziehungsweise das kostet Blöcke und das kostet Gems, okay. Okay, das war so nicht geplant. Ich habe einfach zu viel Crusaders gespielt. Seitdem die Missionen draußen sind, bin ich irgendwie doch wieder ein bisschen Crusaders verfallen. Und da ist ja Steuerung Shift und dann irgendwo hinklicken, ist ja immer die komplette Bench. Haha. oder die kompletten Achievements durchscrollen. Deswegen war ich da gerade irgendwie mit Steuerung Shift zugange, als ich hier auf den Pfeil geklickt habe. Einfach so aus Reflex, aber... War wohl nicht so die beste Idee. Wie sieht's hier aus? Können wir da... Ja, das lohnt eigentlich gar nicht. Ab einem gewissen Punkt... Ja, wobei... Ab einem gewissen Punkt geht das eh zu 99% über Interest per Wave. Von daher ist das erstmal halb so wild. So, das ist eigentlich soweit alles ganz hübsch. Ja, ich bin mal gespannt. Also Tier 3 müsste eigentlich, also zur Not machen wir noch einen Farming Run hinterher, dann sollte das aber eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Es war jetzt so, ich habe hier nochmal irgendwie 20 Millionen Special Resources, die ich hier ausgeben kann und in den Blueprint packen kann. Ich hoffe einfach, das reicht. Ich bin aber skeptisch. Solange es nicht funktioniert hat, bleibe ich skeptisch. Ist vielleicht auch nicht die dümmste Idee. So, Unbreakable Chance möchte ich auf jeden Fall vollständig haben. Für den Fall der Fälle. Die absoluten Resistenzen sind halt so bla. Warum ich da bei Universal was reingesteckt habe, ist halt auch so richtig sinnlos. Das macht halt... bringt halt einen Scheiß. Also ich kann halt spaßeshalber hier und hier, weil es letztendlich nicht viel kostet, was reinpacken. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt wird, der uns zu Insane Wave 500 bringt. Weil das geht in der Tat nur über die Hitpoints. Bin aber erfreut, wie erstaunlich zügig das geht. Also gerade dadurch, dass wir Nova und Air und so nicht haben, ist das... also da gehen die Runden einfach noch relativ zügig. Im Zweifelsfall kann ich ja auch einfach hier das Autoskip ein bisschen runterstellen, das macht das, wobei das bringt wahrscheinlich auch nichts, ne? Die ganzen Auren, also gerade die Electricity Aura macht ja mehr Schaden, je mehr Gegner da sind und je mehr Hitpoints wir haben, maximal, aber trotzdem, also das... müsste eigentlich auch so funktionieren. Bin gespannt, bin ich. Jawohl. Super Crit und Warp Defense können wir uns total schenken. Purification eigentlich Maximum, aber bei 15, ne? Ja, okay. Oh Gott, und vor allem auf Tier 3 müssen wir dann wieder ganz von vorne anfangen. So, 437 war vorher mein höchstes, glaube ich. Da sind wir jetzt schon mal drüber. Die Frage ist, packen wir die 500 noch? Oder müssen wir noch mehr Hitpoints im Blueprint kaufen? Wenn, dann auf jeden Fall nicht mehr viele. 25 Level noch? 15 Level noch? Die Spannung steigt? Eigentlich müsste das passen, wenn ich mir den Schaden angucke und das Leben, das ja... Easy. Dann lassen wir, beziehungsweise nicht easy, sondern insane, aber dann lassen wir eben auch nochmal laufen.
Ich bin eh gerade einfach so ein klein bisschen platt. Und das, obwohl ich heute gar nicht gearbeitet habe. Ich habe es nur heute mit Bewegung ein bisschen übertrieben. Habe ich so das Gefühl. Oh, das gibt gleich aufs Maul. Oh, oh, oh. Ja, immerhin 538, das ist 100 Level weiter. Mehr wollte ich gar nicht. Dann, so, die können wir jetzt eh nicht mehr verwurschen. Wie sieht es denn hier aus? Können wir hier eigentlich noch was? Oder sind wir hier so weit auf Höhe? Nee, hier ist alles schick. Okay, in dem Fall würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall die alle da reinpumpen. So, wir können jetzt abtieren, ne? Abtieren ist auch ein fantastisches Wort. Ja, haben wir alles total erfüllt. Kriegen wir 3 Ultimate Upgrades für. Oh Gott, die sind richtig teuer. Da habe ich überhaupt nicht genug Blöcke für. Also zumindest nicht für alle. Ich mir vielleicht gerade nochmal sparen soll. Egal, Tier ab. Was soll's denn? Ah, wir kriegen ja auch 1,4. Na dann ist alles schön. So, Blueprint und Special Resources haben wir quasi alle ausgegeben. Das ist okay. Oh, ich glaube, ich habe mir vorhin ein bisschen Sonnenbrand geholt. Merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen auf meiner Stirn. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ja. Schön. Okay, Major Impact. Chance to stun all enemies in a small area around the primary target. Okay. Ich glaube, das finde ich... Also das zum Farmen vielleicht... Das klingt spontan so, als würde es auch Gegner außerhalb der Auren stunnen und dann schon wieder den ganzen Run langsamer machen. Purification Aura finde ich hingegen sehr geil. Was ist gekauft? Decimation. Chance to damage a boss by 10% of its max health and stun. Möchte ich auch haben. Finde ich fantastisch. Major Impact. Da warte ich, glaube ich, mal Kommentare ab oder ich lese nochmal nach. Aber ich glaube, Major Impact finde ich erstmal gar nicht so geil. Da packe ich lieber erst nochmal hier was rein. Und dann können wir uns im Zweifelsfall relativ zügig das immer noch holen. Also wir kriegen ja in der Factory auch relativ zügig Blöcke dazu. Ich möchte hier immer noch auf 7 Ressourcen pro Intervall hoch, aber das wird dauern. Das wird richtig dauern. Da muss ich, glaube ich, eine ganze Menge Hardruns für machen. Aber gut, die muss ich jetzt sowieso machen, von daher. Challenge Mode. Ach genau, wir haben jetzt den Challenge Mode. Displays yes if the blueprint fulfills all requirements for the endless challenge mode. Okay, so jetzt muss ich erstmal gucken, wo finde ich denn die Challenges? Also hier gibt es auf jeden Fall Challenges. Achso, die sind wahrscheinlich einfach hier, wenn ich New Round mache, oder? Ah, sieh mal eine an. Challenge Mode, endless, easy, 10 per wave. Was, to enter an endless challenge, your blueprint worth has to be equal or lower than 15k. Wow, das ist nicht so viel. Was müssen wir denn hier erreichen? Was ist denn die Challenge? You cannot purchase upgrades with resources. Okay. Okay, das macht natürlich das ganz interessant. Also wir können wirklich nur über den Blueprint arbeiten und nicht dann während des Spiels, während des Runs nochmal Upgrades nachkaufen. Das ist interessant. Achso, Minimum of 10 Waves to claim reward. Und wir dürfen maximal 15.000. Maximal 15.000, okay. Interessant. Was sagt denn unser Blueprint? Der sagt wahrscheinlich erstmal, hust, hust, geh mal sterben, du Kackspart. Wir machen mal auf Blueprint, auf dem Default Blueprint wieder, weiß ich, ich muss nochmal ganz kurz was anderes gucken. So, insane 1500, okay, für tief, okay, das heißt, wir machen uns zum Farmen wieder mehr oder minder einen Glass Cannon Build. Also sprich, alles, fast alles auf Damage. Und dann machen wir uns wahrscheinlich noch ein... Genau, ich mache das mal so, der Default Blueprint wird der Defensive Insane Wave 1500 Blueprint. Der Blueprint 2 wird der Farming Blueprint. Und der Blueprint 3 wird
Der Challenge Blueprint. Ich glaube, da. Oh, war das sinnvoll? Ich glaube nicht. Das wollte ich so nicht. Entschuldigung. Wow, das ist ganz schön teuer. So, wir machen hier jetzt erstmal. Ich will nur mal gucken, ob ich die Easy Challenge einfach schon schaffe. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir müssen ja nur Wave 10. Zumindest anfangs. Da wird es wahrscheinlich noch mehr Stufen geben, aber gucken wir mal. Rapid Fire. Bounce zumindest ein bisschen. Das ist alles relativ schäbig. Und dann fangen wir. Oh Gott, das wird so ein ewiges Gefarme. Und dann fangen wir. Komm, Maximum Damage erstmal. Das bringen wir jetzt erstmal so einen Moment. Dann sollte ich vielleicht wieder. Challenge. Okay. Kriegen wir noch zwei. Ne, scheiß auf zwei Punkte. New Round. Select. Never ever. Okay. Das ist okay. Ich nehme das hier mal raus. Das dauert dann zwar ein bisschen, aber vielleicht haben wir damit eine Chance, Wave 10 zu schaffen. Und wir können ja. Achso, das ist jetzt. Ach, ich bin so ein Idiot. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin. Irgendwas kam mir hier doch gleich komisch vor im New Round. Wir sollten dann vielleicht auch den Challenge Mode nehmen. So. Select. Sonst macht das Ganze nämlich gar keinen Sinn. So, jetzt können wir hier nämlich nichts nachkaufen. Prinzipiell könnte das alles halbwegs klappen. Sofern wir ein bisschen Glück mit Multishot haben. Gucken wir mal. Ja, während das läuft, um auf meinen Sonnenbrand und meine körperliche Ertüchtigung heute zurückzukommen. Ich habe so ein klein bisschen übertrieben. Ich war skaten und habe gedacht so, ach, hochmotiviert, Skate-Marathon, FTW und bin halt einfach mal 44 Kilometer gefahren. So in eins durch, mehr oder minder, mit irgendwie kurz eine Minute anhalten, um was zu trinken und so. Aber da habe ich gemerkt, ich bin definitiv nicht im Training dafür. Also ich habe es halt ganz gut geschafft letztendlich, fand es auch zeitlich ganz okay. Aber Alter, war ich danach am Arsch und ich bin immer noch platt. Und das ist jetzt bald 5 Stunden her, dass ich wieder zu Hause bin. Also das ist so, wow. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich dieses Jahr bislang nur relativ häufig 20 Kilometer, einmal 30 gefahren bin und dann direkt irgendwie 44 ist. Vielleicht hätte ich das langsamer steigern sollen, ich weiß es nicht. Aber es war geiles Wetter und ich hatte Zeit und ich hatte gute Musik. Und das, letztendlich bin ich auch ganz froh, dass ich es gemacht habe. So, Easy Wave 10. Jetzt müssen wir natürlich nur den Klops hier. Oh, okay. Warte, wurde da gerade die Schussanimation nicht angezeigt? Wir haben voll spät auf den geschossen. Aber dann müssten wir jetzt zumindest ja Stufe 1 der Challenge geschafft haben. Sehe ich das richtig? Hm? Also viel weiter kommen wir wahrscheinlich auch nicht, aber gucken wir mal. Nächste Stufe ist wahrscheinlich 25 oder direkt 50, wenn nicht sogar 100. Könnte. 100 ist vielleicht ein bisschen krass, wenn das 5 Stufen jeweils sind. So 10, 100, 1000. 10.000 könnte ich mir noch vorstellen. Wobei, nee, nicht mit dem 15.000er Blueprint. Gucken wir mal. Bleibt abzuwarten. Ich hätte jetzt schon ganz gern diesen 16-fach Speed-Button, weil das ist. Da kann ich nebenbei auch noch einen Kaffee kochen gehen. Ach ja. Fand's auch sehr schön auf meiner Tour heute. Ich hatte mir eigentlich die Strecke letztes Jahr schon rausgesucht. Wollte die letztes Jahr schon fahren. Dann war da aber ewig Baustelle und der Radweg war gesperrt. Und dann konnte ich da nicht langfahren. Und es war sehr schön. Ich bin bei meiner 30-Kilometer-Tour letzte Woche
die gleiche Strecke gefahren letztendlich, nur eben nicht so weit. Also ich habe quasi immer so eine A-B-A, also Hin- und Zurückstrecke, keinen Rundkurs, sondern ich fahre bis Punkt X und dann fahre ich die gleiche Strecke wieder zurück. Und dann dachte ich mir so, ah, naja, da irgendwie noch, okay, das sind jetzt 15 Kilometer Hinweg gewesen. Prinzipiell müsste ich auf 21 Kilometer für eine Marathonstrecke kommen oder ja, auf 21,05. Okay, das heißt, ich muss noch so ungefähr 6 Kilometer ranhängen. Ach, das kann ja nicht so dramatisch sein. Und Alter, haben sich diese 6 Kilometer gezogen. Ich, vor allem, weil das halt auch nicht so hier durch einen Ort und da durch einen Ort, sondern das war einfach nur straight eine Bundesstraße lang. Und ich dachte mir so, Alter, wie lang kann das sein? Und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und ich hatte mir halt vorher über Google Maps so einen Spot rausgesucht, der halt relativ gut hinkam. Oder bis wohin ich halt fahren wollte. Und ich dachte mir, Alter, war das auf Google Maps irgendwie falsch eingezeichnet? Ist das nicht aktuell? Bin ich eventuell schon über den Punkt hinaus? So langsam würde ich ganz gerne mal umdrehen. Und dann ein ganzes Stück später stellte ich fest, nein, ich bin einfach nur ein Krüppel und nicht in Form. Und aber da vorne darf ich dann tatsächlich umdrehen. Ich glaube, jetzt mache ich auch erstmal 2 Tage Pause mit Sport. Aber ich bin letztendlich auch selber schuld. Es wäre gar nicht nötig. So, also prinzipiell hätte ich es vielleicht trotzdem getan. Prinzipiell wäre so viel Sport aber gar nicht nötig, wenn ich nicht den ganzen Winter über fett und faul rumgesessen hätte und gefressen hätte wie Axt. Das ist so. Das muss alles weg. Alles weg muss das. Ach komm, Wave 30 reicht mir jetzt mal so. Komm. Give up, passt schon. Visit Town. Wie sieht's denn jetzt hier eigentlich? Minimum of 10 Waves to claim a reward. Hätte ich da jetzt für sterben müssen? Ich bin mir nicht sicher. Oder kriege ich auch so einen Reward? Ich habe gar keine Ahnung. Ich gucke mal ganz kurz. Hier rein. Challenge, easy. Ah, okay. 45 wäre der nächste gewesen. Okay, da können wir uns noch keinen Punkt leisten, aber das können wir demnächst machen. Okay, ja, 45, ja, das hätten wir natürlich. Ah, wobei, keine Ahnung, ob das geklappt hätte. Ach so, ich muss hier auch nur Wave 5 auf normal. Ja, das probiere ich auch nochmal aus, oder? Wir können ja jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr in den Blueprint reinpacken. Wahrscheinlich werde ich mir auch, also zumindest für Insane, einen ganz anderen Blueprint machen müssen, als ich das jetzt hier gerade tue. Gott, ich muss auf jeden Fall, wo ist Multishirt muss hoch, definitiv. So, Multishirt to the max, nein nicht to the max, aber 20 ist schon mal ganz gut. Rapid Fire, auf jeden Fall auch hoch, Rapid Fire Duration. Auch hoch und dann noch ein bisschen was auf grundlegenden Damage. Dann probieren wir noch mal normal im Challenge Mode. Habe ich eigentlich eben vergessen rauszuzoomen? Ich bin mir nicht sicher. So, wir können ja jetzt auch manuell skippen. Level 5 brauchten wir da nur, ne? Für den ersten Reward. Oder doch Level 10? Eigentlich stand ja gerade was von Level. Ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Es hängt letztendlich auch alles ein bisschen von Rapid Fire ab. Und Multishot. Ah, wir haben Bounce gar nicht weiter gelevelt, ne? Naja, egal. Passt schon. Macht mich ja nur so semi-glücklich, was hier so passiert. Oh, unser Attack Radius ist auch winzig klein. Da sollten wir vielleicht auch noch was reinstecken. Wave 10 sollte machbar sein, solange nicht an dem Boss verrecken, ist das eigentlich alles hübsch. Wave 45 greife ich mir dann nicht ab.
Vorausgesetzt, das ist auf normal auch 45. Hätte ich das nicht tun sollen? Ja, okay, doch, hätte ich total machen können. Okay, da wir hier nicht wahnsinnig viele Ressourcen kriegen und das prinzipiell total nutzlos ist, was ich hier tue. Hahaha. Ah, krass, die kriegen wir sogar weg. Verrückt. Na dann. Übertreiben wir es jetzt eine Runde. Irgendwann müssen wir ja verrecken. Ach, guck mal, das läuft erstaunlich gut. Ich bin überrascht. So, das war's jetzt, oder? Nein, immer noch nicht. Ja, ist doch nicht die Möglichkeit hier. Komm, kannst mir voll gerade sagen. Langsam reicht's auch. Ah, Challenge. Ach so, okay, der Rewards sind die Special Blocks. Okay. Jetzt steige ich da auch durch. Da haben wir immer noch nicht genug für, aber prinzipiell. Oh, 35? Ach komm, das hätten wir schaffen können. Naja, okay, halb so wild. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir gehen auf den Blueprint, gehen. Oh, das wird dauern. Das wird dauern. Ach ja. Rapid Fire. Ach, guck mal, wir können ja noch eine ganze Menge reinbuttern. So. Bounce that shit. Guck mal, wir gehen hier vielleicht auch auf 25. Das macht das Ganze irgendwo bei, ne? Gucken wir mal. Das mit Attack Speed muss auf jeden Fall hoch. Auf 2 ist schon mal nicht verkehrt. Crit-Chance mit, Crit-Factor mit. Multishot mal auf 25. Wie, das ist mir gerade das mal egal. Rapid Fire kann ruhig auf 30 gehen. Das kann auf 2 Sekunden. Mehr Bounce, mehr Damage, gibt noch was. Komm, dann machen wir die Attack Range auch noch mit. So, das ist jetzt unser trauriger, trauriger Farming Blueprint, mit dem wir mal gucken, wie weit wir auf Hard kommen. Das Schöne ist, hier können wir wenigstens Upgrades kaufen. Wenigstens ein bisschen was schaffen. Alter, warum ist denn das so langsam? Ist doch nicht normal für eine Bank. So, Special Resource Income sollten wir dann ganz dringend auch hochziehen. Oh ja, das wird wieder ein langes Stück Arbeit. Das ist irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich das so geil finde. Prinzipiell, dass man eben nach dem Tier ab erstmal wieder so ewig langsam ist und halt so mehr oder minder von Null starten muss, das ist so ein bisschen anstrengend. Also auch irgendwie verständlich. Natürlich. Weil sonst hätte man das Ganze halt ruckzuck auf Tier 5. Aber, ach Gott, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, da wollte ich hin. Aber so richtig motivierend ist es dann doch nicht. Gott, den Bounce Amount sollten wir vielleicht auch hochziehen, wenn wir schon die Bounce Chance hochziehen. Ugh. Komm, es gibt mal ein bisschen hier. Skibidi. Es ist so langsam. Es ist so langsam. Ja, und sonst so? Können wir hier hinten eigentlich irgendeinen Spaß kaufen? Wow, das, ja, nein. Also ja, können wir, aber nein. Machen wir nicht. Fuck that. Das ziehe ich auch alles über den Blueprint hoch. Könnt ihr aber mal sicher sein. Bounce Amount. Ja, wo? 450. 450 am Arsch.
So, das. Das. Na komm. Macht vielleicht fast mehr Sinn. Müssen gleich mal gucken, wie weit wir kommen. Macht vielleicht fast mehr Sinn, dann doch erstmal die Challenges zu machen, weil die schon gar nicht so wenig Blöcke bringen. Also Special Resources eben. Wäre vielleicht gar nicht so die dümmste Idee. Ja, ich glaube, ja, wobei. Also viel schneller geht das halt, also von der Geschwindigkeit her nimmt es sich halt nichts. Und prinzipiell sind wir auf Hard wahrscheinlich, also Hard Non-Challenge, relativ zügig an dem Punkt, wo wir dann doch mehr Ressourcen so bekommen. Wow, das war traurig. Okay, ich glaube, ich werde bis zur nächsten Folge zumindest so zusehen, dass wir ein bisschen aus dem Gröbsten rauskommen. Also lange nicht wieder auf den Stand von letzter Folge, also von Anfang dieser Folge oder letzter Folge. Aber zumindest ein bisschen mehr die Blueprints aufpusten, ein bisschen mehr einfach. Weil das ist unfassbar träge. Vielleicht nehme ich auch noch eine Folge beim Farmen auf. Mal gucken, wenn ich irgendwie was Spannendes zu erzählen habe, dann auf jeden Fall. Ansonsten gucken wir einfach mal, was so passiert. Vielleicht auch nächste Folge schon wieder im Livestream. Ich weiß es noch gar nicht. Bleibt abzuwarten. Wann kommt denn die Folge? Kommt die Freitag? Ja, müsste Freitag kommen. Ja, vielleicht. Eventuell werde ich gestern schon einen Livestream gemacht haben. Oder jetzt gerade einen abhalten. Ich weiß, wobei, nee, Freitagabend und wahrscheinlich Freitagabend habe ich vermutlich was anderes vor. Aber mal gucken. Ich bin erstmal raus. Danke fürs Zugucken. Und dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Angenehme Zeit bis dahin und macht's gut. Haut rein. Und tschüss.